Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix und diesmal nicht mit Call of Duty Ghost und auch nicht Battlefield, sondern GTA 5 von der PS3 aus und ich werde euch hier jetzt zeigen, wie ihr Millionen an Geld in 2 Minuten machen könnt und 60, 70 Level auch in 2 Minuten und das Ganze ist ganz einfach. Aber erst einmal muss ich mich bei G1 bedanken. Ihr wisst ja, ich arbeite mit G1 zusammen. Und wenn ihr mal Glitch von Call of Duty Ghost sehen wollt oder so, müsst ihr auf meinen Kanal gehen oder natürlich auf seinen. Er lädt im Moment mehr Glitch hoch als ich, weil ich im Moment ziemlich viel mit der Arbeit zu tun habe. Aber jetzt kommen wir mal zu diesem GTA 5 Glitch oder Mod. Es ist eher ein Mod, aber ihr könnt ihn auch selber machen. Und es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe diesen Mod-Glitch, wie auch immer, von German Glitch TV. Der arbeitet zurzeit auch mit G1 zusammen. Und ich wollte für ihn auch nochmal ein bisschen Werbung machen. Deswegen von diesem Kanal habe ich sozusagen diesen Geld-Glitch-Mod, wie auch immer. Und der macht halt ziemlich viel von GTA 5. Und wenn ihr mal was von GTA 5 sehen wollt, dann müsst ihr auf seinen Kanal gehen. Der Kanal von G1 und von German Glitch TV ist natürlich auch in der Videobeschreibung. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Natürlich müsst ihr euch erstmal abmelden. Es ist eigentlich ganz einfach. So, und jetzt gehen wir einfach auf Netzwerkeinstellungen, dann auf die Einstellung, nein, hier nicht hin, auf Internetverbindung, so, dann gehen wir auf Benutzer definiert, geben wir einfach das, was ihr halt gerade habt, Kabel oder drahtlos, egal, dann gehen wir weiter, weiter, weiter und jetzt auf DNS-Einstellungen, dann gehen wir auf manuell, hier. Und dann gebt ihr diese Nummer ein, 162, 213, 250, 229, unten alles 0 und dann gehen wir auf Weiter. So, alles wieder automatisch lassen, zack, 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 bestätigen und hier kein Verbindungstest, einfach raus. Gut, dann meldet ihr euch an, falls ihr euch nicht anmelden könnt. Manchmal kommt eine Fehlermeldung, dann geht der DNS-Server nicht mehr. Ist von German Glitch TV unten ein Link von dem Originalvideo. Der hat ganz viele DNS-Server gepostet in dem Video. So, dann starten wir ganz normal GTA 5. Und hier ist ganz wichtig, nicht gleich in den Online-Modus, sondern erst in den Story-Modus. So. So. Zeige ich euch noch mal kurz. Das Laden werde ich euch dann ersparen. Aber ich sage euch nur ganz wichtig, erst in den Story-Modus gehen. Wichtig. So, bis hierhin noch alles ganz normal. So, und hier seht ihr, kann man auswählen Online- oder Story-Modus. So, und dann bleibt ihr einfach im Story-Modus. Story-Modus wird geladen. Gut, jetzt sehen wir uns gleich im Story-Modus wieder, weil das Laden erspare ich euch jetzt mal. Es dauert immer so lange. So, jetzt sind wir im Story-Modus angekommen. Und jetzt ist ganz einfach. Wir gehen auf Online. Dann auf GTA Online spielen. Und dann einfach auf Los. Ja, und jetzt ist ganz wichtig, dass das hier dasteht. Wenn das hier steht mit den 750.000, manchmal kann die Zahlen können auch variieren, aber im Grunde muss das hier dort stehen. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn das dort steht, habt ihr alles richtig gemacht. Sonst müsst ihr vielleicht eine andere DNS-Nummer probieren. Aber das ist kein Problem. Es ist wirklich ganz einfach. Ich habe es vorher mal getestet und bin von Level 23, was ich normal gespielt habe, gleich mal auf 86 oder 83 hochgesprungen. Habe irgendwas mit 86 Milliarden bekommen oder sowas an Dollar, also an GTA-Geld.
Wahnsinn. Also jetzt müssen wir das nur kurz abwarten, bis wir im Online-Modus sind. Und wenn wir dann im Online-Modus sind, gehen wir auf Jobs und dann auf Rennen und dann auf, wie heißt es? Ja, werdet ihr gleich sehen. Und es sieht dann hier alles so ein bisschen weiß aus am Anfang. So, jetzt gehen wir auf Jobs. Jobs Forsten von Rockstar erstellt. Dann auf Rennen und dann runter kriminell schnell. Das ist ganz wichtig. So, jetzt gehen wir da rein. Starten wir, jawohl. So, jetzt startet gleich das Menü. Da lassen wir alles so, wie es ist. Und ganz wichtig, ihr müsst die Party auf geschlossen machen. Ihr müsst alleine fahren. Scheiß Musik. Radio aus. Einstellung bestätigen und auf geschlossen. Gut. Dann, einfach starten. Einfach auf Spielen, Entschuldigung. Dann auf Ja. Seht ihr, ich bin 84. Ich war vorher erst 23. Jetzt fahren wir die 5 Runden. Und dann werdet ihr gleich sehen. Ich finde es auf jeden Fall der Hammer. So. Fortfahren. Spiel beitreten. Ja. Und schon geht's auch los. 5 Runden. Und ihr solltet das alles, also mir ist es jetzt egal, ob ich gebannt werde oder nicht. Wenn man es nur einmal macht, ist die Chance eher gering, dass man gebannt wird. Und wenn man das Geld, besonders man darf das Geld nicht weitergeben, dann wird man eher nicht gebannt. Aber man sollte es nicht 5-6 Mal hintereinander machen. Das ist eher schlechter, könnte man dann für 7 Tage oder 2 Wochen gebannt werden. Und zurückgesetzt natürlich. Also, lasst es, macht es lieber alleine, oder wenn ein Freund von euch genauso viel Geld haben will, so zeigt es ihm, wie es geht, am besten mein Video oder das gleich von German Glitch TV. Muss ich mich nochmal wirklich bedanken bei German Glitch TV, dass ich das hier zeigen darf sozusagen, und ich mache natürlich auch Werbung für ihn, genauso wie für G1. Schaut natürlich auf die Kanäle von den Zweien vorbei. Ich arbeite mit G1 jetzt schon lange zusammen und mit German Glitch TV ist jetzt das erste Mal, dass ich zusammenarbeite. Der hat fast 8000 Abonnenten, also schaut's mal bei ihm vorbei. Und es, hier sind es übrigens jetzt 5 Runden, wo ihr fahren müsst, ganz alleine. Das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Schnell, langsam, egal. Ich mache das jetzt mal hier so gemütlich. Muss mir ja nicht beeilen. So. 5 Runden lang. Ja, was gibt's noch zu sagen? Genau. Ich werde demnächst für Call of Duty Ghost auf der PS3 oder auf der PS4, das könnt ihr euch dann aussuchen, wenn sich am meisten melden. Ich werde einen Glitch-Wettbewerb einführen auf meinem Kanal. Und in diesem Glitch-Wettbewerb werde ich sozusagen machen, ihr schickt mir eure Glitch. Und ich mache dann die besten Glitch des Monats, die besten 5 mit meinen Abonnenten, nehme ich dann zusammen auf. Und das werde ich halt dann auch in Videos zeigen, natürlich. Ich hoffe, ihr meldet euch. Ich finde, dass meine Abonnenten hier mir immer treu waren. Und auch wenn ich mal nicht so viele Videos gemacht habe, kamen keine Mails oder sowas. Wann kommt jetzt endlich das neue Video und so. Ihr seid mir einfach immer treu geblieben und deswegen ein fettes, fettes Dankeschön an meine Abonnenten. Ich habe jetzt fast bald 13.000 Abos, also Jungs, ihr seid einfach die Besten.
So, jetzt ist das Ziel, jetzt können wir gleich sehen, wie viel Kohle und Punkte wir kriegen werden. Ich finde es einfach der Hammer. Oder wenn ihr das mal mit mir zusammen machen wollt, schickt mir einfach eine Mail an eine private YouTube-Nachricht. Wow, money, 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 Punkte, 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 Level 120, yeah und durch. Nochmal danke an German Glitch TV und G1. So, hier könnt ihr das sehen und dann geht ihr einfach zurück in den Story-Modus und schon ist es fertig. Also Leute, abonnieren, Daumen nach oben. Euer Matrix. Ciao, Leute.